Und damit hallo und herzlich willkommen zum ersten Vlog von unserer Longboard-Tour. Wir sind jetzt hier nicht gestartet, wir sind schon in Wuppertal gestartet. Wir sind jetzt allerdings schon in Remscheid-Lennep. Oh, hier sind Schnecken auf dem Weg, wie geil. Ja, rechts hat gefahren, so und alles. Ah, schön. Sorry wegen der Soundqualität, wegen der Hülle ist das der Sound so ein bisschen gedämpft. Aber es regnet. Vorhin, es regnet jetzt immer noch leicht, aber vorhin hat es echt gegossen wie Hölle. Und da wollen wir auch nicht die Kamera auspacken. Wahrscheinlich sieht man jetzt schon Wassertropfen auf der Linse. Aber vorhin, das ging gar nicht, du. Hau mal auf die Räder ein. Ja. Also wir schieben hier ganz schön Wasser vor uns her. Wir sind jetzt hier am Lennep-Bahnhof. Und wir hier fängt eine Trasse an, die nutzen wir. Ey, guck mal nach hinten. Das ist hinten. Oh, hier sind Steine. Super. Ja, geil. Willst du noch was sagen? Dann gebe ich dir die Kamera. Nö. Longboard-Tour startet. Wir sind gut drauf. Mal gucken, wie weit wir kommen. Bis dahin. Dafür. Jetzt sind es noch ungefähr 11 Kilometer bis Mönchengladbach und dann machen wir unsere erste Pause. Und ich glaube, jetzt dann sehen wir uns auch wieder. Dann bis gleich in Mönchengladbach. Wir haben gerade die Stadtgrenze von Köln erreicht.
unserer Zielstadt für heute. Wir sind jetzt nur noch auf dem Weg zu unserem Hotel oder so Unterbringung, sagen wir es so. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, kid from California, trying to make it in life. In school they never taught ya dreams of my own. I've been working from home, I can do it on my own, but sometimes it gets cold like. Echt ekelhaft aus. Ich meine, immerhin haben wir eine Dusche. Ja, das ist schon ekelhaft auch ein bisschen. Dann einmal noch ein Zimmer. Ja, jawohl. Dann mit dem Zimmer. Wo irgendwelche Bediensteten komischen Leute von denen rumlaufen, die von Köln, ja, Abitur, zum Frühstücken, ja, müssen wir nochmal ins andere Hotel, was 300 Meter daneben ist. Das ist echt scheiße, aber was will man erwarten? Und nächstes Mal haben wir daraus gelernt und morgen geht's weiter. Wir werden uns erstmal ausruhen. Wir haben jetzt die Flur. 14:35 gefühlt haben wir gestartet, wahrscheinlich später oder so, und wir haben jetzt endlich 77 Kilometer bis nach Köln geschafft. Wir sind fix und fertig beide und wir hoffen, morgen wird es leichter. Bis dann. Und tschüss.